Ja, man greift doch immer wieder zu denselben Farben oder immer wieder gerne auf jeden Fall. Farben, darum geht es heute auch. Es geht nämlich auch ums Farbenmischen. Und Farbenmischen ist immer wieder ein Thema. Und du kannst auch so viele Arten die Farben mischen, dass du heute eben eine kennenlernst, eine von vielen, nämlich über die Technik mischst du heute die Farben. Und das Ganze eben ist die Spachteltechnik, weil ich einen Spachtel benutze. Also du siehst eine relativ alte Technik mit dem Spachtel. Und ja, dabei ist ein paar Dinge, ein bisschen Hintergrundwissen ist ganz nützlich, aber ansonsten ist es recht simpel. Und wenn du einmal den Bogen raus hast, in dieser Technik zu arbeiten, dann wirst du sie wahrscheinlich lieben, weil du immer, wenn du mal schnell entspannen willst, einfach zu dem Spachtel greifst. Es ist etwas, wo du schnell meditativ drin arbeiten kannst und einfach viel, viel Spaß mit hast. Deshalb heute diese Technik einmal. Du siehst auch die anderen beiden Werkzeuge, die du schon kennst. Schau immer bitte in die Videobeschreibung, da schreibe ich immer noch was dazu. Bitte auch das Video liken, falls du noch kein Abo hast. Abonniere den Kanal Künstlerstreich, das ist mein Kanal. Und ja, jetzt viel Spaß und einen ganz tollen Sonntag. Mach deine Leinwand erstmal richtig schön nass mit Wasser. Und jetzt kannst du die Farbe schön verteilen. Denn über das Wasser wird die Farbe zwar auch transparenter, wie du hier siehst, aber du kannst sie eben viel besser verstreichen. Und gut miteinander mischen, denn ich habe jetzt hier einen weiteren Farbton aus der Farbfamilie dazu genommen und die Farben lassen sich hier gut miteinander mischen. Dadurch, dass die Farbe sich hier so gut verteilen lässt, macht das natürlich tierisch viel Spaß. Guck mal, du kannst die Farbe so einfach verschmieren, brauchst dir keine Sorgen machen. Mach das einfach so und lass die Farben miteinander sich vermischen. Das Pink gehört mit dazu und du siehst, ich kann es halt ein bisschen deckender auftragen und dann wird es gut sichtbar. Spachtel ist halt ein tolles Werkzeug dafür, weil du siehst schon, du kannst so schön deckend auftragen, aber die Farbe auch wieder so leicht abziehen. Damit vermischst du die Farben und ja, es entstehen immer wieder neue Farbtöne, auch hier mit dem Weiß. Sieht auch sehr appetitlich aus, muss ich sagen. Ich habe mir hier noch so ein Blau angemischt. Und du siehst jetzt auch wieder, wie die Farben sich vermischen, was für neue Farbtöne entstehen. Der Untergrund ist schon einigermaßen trocken. Die Technik ist schon relativ alt. Ich habe gerade in den 90ern da ganz, ganz viele Wandgemälde mitgestaltet mit dem Spachtel. Also riesige Wände mit bearbeitet. Das hat auch so was Meditatives, ist so schön, diese Arbeit. Also du kannst wunderbar abschalten mit dieser Arbeit. Also wenn du ein bisschen Ruhe brauchst, nimm den Spachtel, nur zwei, drei Farben und dann lass das einfach, ja, mach es einfach. Oh ja, das gefällt mir gut. So ein bisschen Olivgrün damit zu. Ich denke hier die ganze Zeit an die Flieder und an die Akeleien, den blauen Himmel und so grüne Blätter.
nehme jetzt hier nochmal diesen Silikonspachtel, damit, das kennst du schon aus den anderen Videos, damit kannst du die Farbe schön wieder wegnehmen und auch auftragen. Einfache Küchenwerkzeuge tun es natürlich auch. Wie immer, da habe ich gerade gearbeitet. Hier siehst du nochmal die Werkzeuge. Der Spachtel liegt noch im Waschbecken. Du kannst sie einfach abwaschen und gut ist. Ja, es ist eine ganz, ganz einfache, simple Arbeit. Einmal kurz üben. Im Buch steht auch was dazu. Und dann mach einfach. Die Farben mischen, guck dir vorher an auf dem Papier, wie sich die Farben miteinander vermischen. Das ist immer ganz praktisch, denn bis auf das Olivgrün passen die Farben alle uneingeschränkt zueinander. Und deshalb kannst du auch so entspannt gerade in diesen Farbtönen arbeiten. Also viel Spaß beim Malen und danke fürs Zuschauen, danke für dein Like und für dein Abo und ja, hab noch einen ganz tollen Sonntag. Im Buch sind einige Themen mit der Spachteltechnik, also die ist auch nochmal beschrieben und da ist auch eine Übung zu. Das guck dir nochmal an und auch auf meinem Kanal sind einige Videos dazu, die dann ja auch ganz hilfreich sind. Das schreibe ich dir nochmal in die Videobeschreibung, also guck da am besten nochmal rein. Und jetzt viel Spaß beim selber malen und einen schönen Sonntag. Tschüss!